is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die große Schar der Erlösten. Danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Alle Menschenklassen, alle Nationen und Rassen und Völker und Sprachgruppen, wehren mit ihren fleckenlosen Kleidern und juwelenbesetzten Kronen vor dem Thron Gottes und dem Lamm stehen. Der Engel sagte: Diese sind, die aus der großen Trübsal gekommen sind und ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht haben. Während andere, die das Vergnügen mehr liebten als Gott, die genüsssüchtig und ungehorsam waren, beide Welten eingebüßt haben. Sie haben jetzt weder die Dinge dieses Lebens noch das ewige Leben. Jene siegreiche Schar mit ihren Siegeslesern, mit Kronen und Harfen, haben im Feuerofen der irdischen Anfechtung, als er angeheizt, ja überheizt war, überwunden. Sie waren bettelarm, haben gehungert, wurden gequält, kommen aus tiefer Selbstverleugnung und bitteren Enttäuschungen. Betrachtet sie nun als Sieger, nicht länger arm, nicht länger kummervoll, angefochten und um Christi willen von allen Menschen gehasst. Schaut nur ihre himmlischen Kleider an, weiß und leuchtend, kostbarer als jedes Königsgewand. Seht im Glauben auf ihre mit Juwelen besetzten Kronen. Nie hat solch ein Diadem das Haupt irgendeines irdischen Monarchen geschmückt. Hört auf ihre Stimmen, wie sie laut Hosianna singen und die Siegespalmen in den Händen liegen. Der Himmel ist von klangvoller Musik erfüllt, wenn sie singen: Würdig, ja würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde und für immer auferstanden ist. Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und der Engelchor: Engel wie Erzengel, deckende Cherubim und prächtige Seraphim, sie alle wiederholen der Refrain dieses freudigen Siegesliedes. Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, an diesem Tag wird sich herausstellen, dass die Gerechten die eigentlich Weisen waren, die Sünder und Ungehorsamen aber die Dummen. Scham und ewige Verachtung ist ihr Teil. Die Menschen, die mit Christus zusammengearbeitet haben, werden nahe beim Thron Gottes sein, angetan mit Reinheit und den Kleidern ewiger Gerechtigkeit. The Lord is coming. Are you ready?